Moin, hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Die Episoden sind leider ein bisschen kürzer gerade. Ich habe nämlich leider heute nicht so viel Zeit. Deswegen muss ich die Episoden wieder ein bisschen kürzer machen. Wir haben ja in der letzten Episode ordentlich was geschafft, muss ich zugeben. Wir haben das Upgrade hier eingebaut. Wir haben das Messer geupgradet. Wir haben die Modifizierungsstation gebaut. Wir haben sogar das Basismodul, das Operating Modul gebaut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir zu der Dame kommen. Wir können ja bis 300 Meter tauchen, also ich hoffe mal, das geht. Wir haben ja auch noch. Wow. Besondere Fische. Wer bist du? Du machst Geräusche, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich gehe mal lieber zurück. Es lauert. Ist das ein Beller oder ist das auch ein Beißer? Wir gucken mal. Komm mal her, mein Freund. Beißt du oder bellst du nur? Oh Gott. Oh Gott, der hat mir die Energie weggesaugt. Okay, der ist böse. Der hat uns mal eben die Batterie weggenuckelt. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Gehen, gehen, gehen. Nicht gut. Der hat mir echt die Batterie weggenommen. Hat der mir die andere Batterie auch noch weggenommen? Warum ist sie auf 69%? Oder waren die Batterien nicht voll aufgeladen? Der ist böse. Wenn der uns mit seinen komischen Tentakeln berührt, dann ist der Saft alle. Der macht nicht so viel Schaden, aber die Elektronikdinger sind böse. Das heißt, wir müssen ihn im großen Bogen umfahren. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Das ist nicht so toll. Das Problem ist, ich habe leider nur eine Batterie dabei. Ach, die ist schon runter vom Ladezustand her. Die Energiezelle ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe leider keine andere mehr da. Die ist auf Null. Also eine Batterie hat er uns leer genuckelt. Aber wir haben auf halt 0% Energie. Wir müssen aber trotzdem da irgendwie hin. Kommen wir da irgendwie drum rum? Ist der Dude da hinten? Ich weiß natürlich nicht, wie groß sein Radius ist. Ne? Das Problem ist nur, wenn er uns jetzt natürlich wieder den Rest leer nuckelt, dann geht hier gar nichts mehr. Was ist das hier? Achso. Wir gucken mal, ob wir drum rumkommen. Wenn da noch einer ist, dann bin ich weg. Die Pflanzen sehen ganz toll aus. Ich würde da gerne hin, aber. Ich will halt auch nicht leer genuckelt werden. Da ist ein Wal. Jetzt wird es auch noch dunkel, was ganz schlecht ist. Ich würde jetzt eigentlich nicht im Dunkeln gehen. Das würde ich mir gerne alles angucken hier. Das sieht echt schön aus. Hier sind so laute Geräusche, das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe mal, dass das nichts Böses ist. Der schwimmt da drüben lang. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wo ist denn unser Ziel eigentlich? Ursprung des Notrufs ist da und wir müssen. Wo ist denn die Dame jetzt hier? Ich finde das Signal nicht mehr gerade. Da. 96 Meter in die Richtung. Das Blöde ist jetzt, ich sehe leider nicht, wo unser Freund ist. Hier ist die bekannte Position. Da. Oh, da steckt wer im Boden. Okay, hier ist die letzte bekannte Position. Ehrlich gesagt, wäre die hier irgendwo, ne? Ziemlich abgefahrener Wald hier. Ganz cool, aber auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Kann man was scannen hier? Nein, 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 nein. Ich möchte nicht mit dir spielen. Hau ab. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Der quietscht mich voll, der will unbedingt spielen. Hier sind ganz schön viele von denen.
mir den Ausgang merken kann. Ist die Position noch da? Doch, Pilotin da oben. Wir müssen da oben bleiben. Will ich da oben bleiben? Eigentlich nicht unbedingt. Kommen wir da raus? Oder ist es eng? Könnte eng sein. Passt noch. Position der letzten. Ich glaube, das ist nur ein Anhaltspunkt. Ich glaube, wir müssen hier runter. Mein Gefühl sagt mir nach unten. Frage ist. Ist hier was zum Scannen? Da ist was zum Scannen. Zugkraftmodus. Modul. Okay. Das ist ein neues Modul, das kennen wir noch nicht. Hat sich ja doch wieder gelohnt, hierher zu kommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir hier gleich weggesnackt werden, weil wir sind noch nicht für sowas vorbereitet, eigentlich, habe ich das Gefühl. Die Pflanze können wir nicht scannen. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl, weil ich die Gegend noch nicht kenne. Ist das was Neues oder ist das was Altes? Das hat eine andere Farbe. Ja, doch keine alte Farbe, keine andere Farbe. Ist natürlich das Licht gerade ein bisschen anders. Da kommen wir nach oben. Wir wollen da gerade nicht nach oben. Wir bleiben schön hier unten. Ich denke mal, wo die Jungs hier rumschwimmen, wird das okay sein. Fürs Erste. Oh, hier ist ein bisschen eng. Okay. Können wir das hier scannen? Ne, was auch immer das für Wurzeln sind, die können wir nicht scannen. Können wir die Dinger scannen? Verwelkte Seerosen. Okay. Er hat uns nicht bemerkt. Ich glaube, die Lösung liegt unten. Hier hatten wir gescannt, ne? Da war was drin, genau. Diese Blumen sehen ganz cool aus hier. Seerosenwurzeln. Ja, Riesenseerwurzel. Okay. Die Musik ist auch ganz cool. Mysteriös, aber nicht unheimlich. Fürs Erste. Bäh. Und ich fahre natürlich erst mal wieder wie besenkte Sau durch die Gegend. Hier ist noch ein Nest. Können wir noch was scannen hier bitte? Das könnten Tauchflaschen sein. Ultra-Ruhe-Kapazitäten, nice. Die nehme ich doch glatt mit. Ein Drittel, wir brauchen noch mehr. Die brauchen wir. Okay. Sehr mysteriös hier unten. Da geht es weiter nach unten. Das habe ich befürchtet. Das Problem ist, so tief können wir nicht tauchen, weil wir die Module nicht haben. Das heißt, wir müssen uns mit dem beginnen, was wir haben, wenn ich dann die Seebahn, die ich vorher kaputt mache. Das sieht schon echt nice aus hier. Hier könnte man auch eine coole Base bauen, glaube ich. Können wir das scannen? Ich glaube, das ist nur Deko, ne? Das können wir doch scannen. Wow. Können wir davon... Ne, können wir nicht. Können wir auch nicht, schade. Ich glaube, wir können hier noch ein paar Ableger mitnehmen oder so. Was Neues. Können wir das scannen hier? Das sieht schon nice aus, aber, ne? Ne, das ist definitiv nur Deko, schade. Okay. Musik wird schon ein bisschen abgefahrener hier. Wir haben 63%. Es wird Sinn machen, hier unten irgendwo eine Base zu bauen, auf jeden Fall, weil du kommst hier nicht so leicht hin. Okay. Was geht hier? Oh. Noch weiter. Wahrscheinlich doch wieder ein bisschen nach oben, fürchte ich.
Ich will nur unserem Freund hier nicht begegnen. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Das ist viel zu eng hier. Die Seebahn ist für sowas nicht gemacht eigentlich. Das hatte ich mit der Seemotte zum Glück nicht. Die war ziemlich klein und kugelig. Aber die Seebahn ist dann doch schon ein bisschen... Da oben ist unser Freund. Den müssen wir ausweichen. Den müssen wir im Auge behalten. Wenn die Wale hier in der Nähe wären, wäre das kein Problem. Dann könnte man vielleicht ihn ein bisschen ablenken durch die Wale. Jetzt wird das bestimmt wieder knallen, oder? Nicht? Okay. Die Gegend ist schon schön hier. Ich weiß nicht, wäh. Wenn man da nicht überall gegenknallt. Hier ist noch eins. Ultra hohe Kapazität. Okay. Es lohnt sich also doch schon, hier so ein bisschen durch die Gegend zu schippern. Da ist noch ein Nest. Oh yeah, guck mal hier. Da haben wir was gefunden. Gleich scannen. Und mitnehmen. Okay, dann fahren wir darüber. Da ist nämlich wieder unser Freund hier. Den habe ich schon gerade so aus dem Augenwinkel noch gesehen. Das sind noch ein paar Teile von der Seebahn. Nachbrennermodul. Alter, wie viel Modul gibt es hier für das Ding? Ach krass. Jetzt geht er direkt zu seinem Nest rüber. Die sieht toll aus. Ist das eine böse Pflanze? Die sieht zu schön, um wahr zu sein aus. Das sieht für mich eher nach einer Falle aus. Hübsche Dinge können richtig böse sein. Antennenlilie, okay. Wir haben wieder ein bisschen was zum Lesen auf jeden Fall. Das müssen wir zwischendrin wieder reinwerfen. Machen wir wieder zum Ende der Episode, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ich bin hier nur noch durch die Gegend cruisen. Da ist noch ein Nest. Da ist aber auch gerade ein Freund. Zwei Freunde. Könnt ihr euch bitte ein bisschen verziehen? Ich möchte gerne ungestört hier euer Nest scannen. Die sehen ja ganz niedlich aus, ne? Aber wenn die mir Zeug klauen, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Komm, geh mal kurz von deinem Nest da weg. Der geht nicht weg, ne? Was ist das denn da unten? Das bewegt sich. Ist das ein Ei? Das ist ein Kreaturenei. Oh ja, jetzt hänge ich hier an der Kante fest. Kann ich hier was scannen? Ne, hier ist nichts zum Scannen. Habe ich schon gescannt? Doch da. Krebswurf... Wurf am Haken. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nichts mit Spielen hier. Dann kannst du knicken. Das fehlt mir jetzt noch, dass er hier die Batterie klaut oder so ein Blödsinn. Das sind Arme hier. Okay, warum machst du das nicht jetzt? Wurfhakenarm. Okay, Benzol haben wir auch gelernt? Wie geht das denn? Haben wir den jetzt einfach automatisch zugekriegt, oder was? Da müssen wir gerade gucken, was haben wir denn gekriegt hier? Benzol haben wir dazu gekriegt? Höhlenrosensporen, wo finden wir die denn? Die müssten vielleicht hier sein, ich bin mir nicht sicher. Die Tauchflasche hatten wir schon gelernt. Da ist der Arm. Okay, da sind noch Erweiterungen. Zugkraftmodul, Nachbrennermodul. Achso, das sind so Upgrade-Module, okay. Ich würde gerne noch mehr finden. Müssen wir gleich jetzt mal was futtern, fürchte ich. Habe ich denn was zu futtern dabei? Ja, habe ich, aber würde ich noch nicht verbrauchen. Ich sehe gerade, Wasser könnte zum Problem werden. Ich würde gerne noch mehr finden hier.
Das ist, glaube ich, eine Expedition hier, die könnte länger dauern, fürchte ich. Hier sind noch Module. Ist das ein Nachbrennermodul? Zugkraft, okay. Hier sind verdammt viele Nester. Ach krass, das ist eine Höhle. Habe ich ein Dings dabei? 5. Wir machen hier gleich mal eine Boje hin. Und nennen das Ganze mal Expo-Höhle. Was mache ich denn hier? Ist egal. Ich habe schon wieder alles verdient. Ist egal. Ich habe hier alles verdirbt gerade. Das ist die Explo-Höhle. Die gucken wir uns gerade mal so grob an hier. Was ist das? Hier könnte man bestimmt eine geile Base bauen. Das sieht aus, gehört da was hin. Problem ist in der ganzen Geschichte, es geht zu tief weit runter, ne? Fürchte ich. Es geht ja auf jeden Fall ein neues Gebiet über. Es wäre natürlich toll, wenn das heißen würde, dass wir jetzt hier den Dude da oben los sind. Ich würde aber gerne noch ein paar Nester finden. Das heißt, wir gehen noch mal ein bisschen in die verschlungenen Arme. Es geht halt noch weiter nach unten. Ich würde gerne noch weiter nach unten, aber wir könnten der Seebahn nicht ganz so tief tauchen. Das haben wir weggescannt. Es wäre toll, wenn ich hier sehen würde, ob ich die Dinger schon alle weg habe oder nicht. Kann man das scannen? Das sieht danach scannbar aus. Ne, ist leider nur Deko beides. Oh, toll. Das hätte ich gern für zu Hause gehabt. Okay. Vielleicht liegen hier auch noch Teile rum. Ich bin mir nicht sicher. Hier, das ist so ein Wirrwarr, dass man hier echt schnell Sachen übersehen kann. Oh, oder erstmal irgendwo anditschen kann. Uäh. Ding, ploing. Ist da noch was zum Scannen? Ja. Nachbrennermodul. Rubin nehme ich gerade mit, wenn wir schon dabei sind. Nehmen wir es mit. Keimende Seerose. Können wir daraus Ableger machen? Können wir, glaube ich, nicht. Schade, ist alles Deko, ne? Okay, wir haben jetzt 4 Rubinen dabei. Eine Kreaturenei, das ich noch nicht kenne. Krass, die beiden haben wir jetzt. Wir brauchen noch hier jeweils 2 Dinger. Ich hoffe, dass die da abtappen. Die Abteile noch finden. Das hört sich ganz stark danach an, als wenn der Dude wieder da ist. Ich hoffe mal nicht. Es geht noch weiter nach unten hier tatsächlich. Also wir können noch tiefer, wenn wir wollten. Aber zurzeit wollen wir das leider nicht. Was ist das denn hier? Schwarmwurz. Kann man das abdings? Ne, können wir auch nicht. Okay. Das sieht echt nice aus. Wie so ein Disco-Light hier. Cool. Das finde ich ziemlich nice. Okay. Tja, ich finde gerade keine Nester mehr. Da ist noch ein Modul. Das Modul haben wir schon. Moment, Krebswärmereaktor haben wir noch nicht. Alter Schwede, wenn du alle Höhlengänge durchgucken musst, hier nach solchen Dingern, könnte das spaßig werden. Das ist so unübersichtlich hier drin. Da musst du echt einen guten Sense haben. Hier. Da ist noch mehr drin, ne? Ultra-Ruhe-Kapazität haben wir, glaube ich, auch gleich fertig. Bam. Nahe erzeugt. Es geht weiter. Die Gegend gefällt mir echt gut, muss ich zugeben hier.
Die Musik ist toll. Das Einzige, was mich stört, sind die Kobolde hier so ein bisschen. Weil die könnten eventuell, wenn die wirklich Sachen klauen, ein bisschen nervig werden. Du kannst auch freediven, das finde ich echt cool gemacht. Ich frage mich, ob das überall freedivebar ist. Das wäre natürlich richtig krass. Das wäre so richtig der Hardcore-Modus hier. Entschuldigung. Den haben wir, glaube ich, schon. Ultra-Kapazität brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich nehme es trotzdem mit. Jetzt habe ich den Kobold angeditscht. Da kam, kommt schon der nächste, siehst du. Alter, die Gegend ist so riesig hier, das gibt's gar nicht. Ist ja der Wahnsinn hier. Batterie ist bei 57%, ist noch okay. Sieht halt Essen und Dings aus. 34. Ich kann noch bis 25 runter, aber trinken wird langsam kriminell. Also ich muss doch langsam zurück. Das mache ich nämlich nicht mehr lange mit hier. Hier kommen wir wieder raus. Ich würde gerne noch ein paar Dinger finden. Hier muss ich zugeben, bevor ich weggehe. Ich bin gerade ein bisschen gierig. Huch. Moment, das ist das Startgebiet, wo wir hier waren. Ja, das ist Startgebiet. Zu eng. Zu eng. Ich kann nicht Auto fahren. Ist das abgeschnitten? Das ist abgeschnitten, das Ding. Beziehungsweise, ja, das ist sauber abgeschnitten. Krass, okay. Was haben wir hier? Hier ist ein Abteil. Okay. Hier ist noch eine Ader. Nehme ich mit. Das mit den Adern, finde ich, ist auch cool gemacht. Können wir hier von der Blüte vielleicht was mitnehmen? Nee, geht alles nicht. Schade. Geht nicht. Okay, damit zwei. Da fehlt noch eins dann. Also die Teile finden wir hier tatsächlich auch. Jetzt bin ich einen Meter nach links und schon habe ich schon, da sitzt der. Den müssen wir echt aus dem Weg gehen. Das Nest hatten wir schon. Ne, das ist kein Nest. Was ein bisschen irritiert ist, dass die, oh, da kommen wir schon zum Limit. Ne, tiefer geht nicht. Zu gefährlich. Die Verlockung ist groß, aber... Oh, ey. Ich muss gleich echt nochmal reparieren hier. Der Lack ist schon ein bisschen ab. Dieses Rotieren hier teilweise ist ein bisschen nervig. Diese Auto-Rotation. Tja, ich glaube, wir fahren wieder zurück, oder? Wir wissen zwar, wo wir hin müssen, aber ich glaube, es ist hier ganz weit unten. Ich glaube, die Koordinaten sollen uns nur erstmal grob in die Richtung führen. Moment. Moment. Ja, komm. Was haben wir denn hier gefunden? Das sieht aber sehr danach aus, als könnte das was Interessantes sein. Siehst du, da ist mir schon einer zuvor gekommen hier. Ist sie verschlossen oder komme ich da irgendwie rein? Moment, die sieht kaputt aus, die Basis. Da ist ein Glasdach drauf, sowas will ich auch haben. Ich hatte mir erst überlegt, so ein Glasdach wäre ziemlich nice und... ein Glasdach. Ja, die Basis ist zerstört. Da hat irgendwas die Basis aufgeschlitzt hier. Die Frage ist, kommen wir denn da irgendwie rein? Wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Komme ich hier wieder raus? Doch, da oben ist ein Loch. Okay, wir gucken mal. Können wir irgendwas scannen hier? Können wir da reingucken? Ich würde da gerne rein.
Da kommst du nicht durch, ne? Nee. Da kommst du nicht durch. Okay, wir müssen gucken, ob wir da irgendwo anders reinkommen. Das Blöde ist jetzt, ich habe keine Boje dabei, ne? Nee. Das ist blöde. Ich muss definitiv jetzt was trinken und ich muss jetzt definitiv was futtern. Okay, das heißt, wir können hier nicht lange bleiben. Das ist jetzt ärgerlich. Ich habe was gefunden, was Tolles, und ich kann hier nicht bleiben. Da ist der Eingang. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Speed machen. Die kannst du pflanzen. Für Salzsäure, aha. Alles klar. Okay. Ist da was drin? Nein. Ich muss mal gerade ganz schnell wechseln. Jetzt müssen wir ein bisschen Speed machen hier. Habe ich das gewechselt hier? Ja, ich hoffe mal. Ach, guck mal. Omega-Labor. Zumindest was davon übrig ist. Kann ich das gegen scannen? Nee, kann ich nicht. Oder das reparieren? Ich habe mein Reparaturding auf. 3. Kannst du nicht reparieren. Zum Glück haben wir ein bisschen Dingens. Können wir scannen? Ich frage mich, warum das Labor zerstört wurde. Was ist hier passiert? Oh, da ist eine Zweierbank. Können wir die scannen? Oh, wieso können wir die Zweierbank immer nicht scannen? Dr. Daniel Valenti. Das ist ein Subnautica-Ding. Jetzt können wir die Tasse mitnehmen? Ich würde die Tasse gerne mitnehmen. Kann ich nicht. Tolles Bett haben wir hier. PDA. Ich muss hier gleich wiederkommen. Wir haben keinen Sauerstoff mehr. Raus, raus, raus. Das Schott ist durchbrochen da. Das ist eine dicke Sicherheitstür. Die schwebt hier so im Raum. Das ist aber... Okay. Ich hoffe, du bleibst da oben. Ja, oh, hier ist ein dickes Omega dran, tatsächlich. Wir sind an der Omega-Basis angekommen. Jetzt müssen wir uns ganz schnell hier... Das Schott ist hier rausgebrochen. Da ist was explodiert da drin. Das heißt, hier ist was ausgebrochen, würde ich pauschal behaupten. Okay, das scannen wir. Ich hoffe nur, wir haben genug Zeit, weil... Aromatherapielampe, okay. Beim letzten Mal habe ich auch was übersehen und ich habe jetzt hier leider keinen, intelligenterweise keine Boje mehr. Von mir raus? Nee. Warum schwebt denn? Achso, weil ja alles voll mit Wasser gelaufen ist, ne? Ja, das würde ich ganz scannen. Warum gibt es hier eigentlich Zweierbänke und wir kriegen keine Zweierbank? Noch ein PDA. Einzelbett. Wir müssen echt ein bisschen Speed machen jetzt hier. Das nehmen wir mit. Postkarte, Aufzeichnung, Kommunikation. Kann ich die Postkarte nicht mitnehmen? Habe ich keinen Platz mehr? Ach, haben wir hier direkt in der Dingens reingemacht. Okay. 5. Ist nix? Nee, ist nix. Da ist der Runde, den will ich haben. Der ist viel schicker. Das Gemälde nehme ich mit. Es ist, als wenn irgendwas schreit hier. Was haben die hier schon wieder gemacht? Namensschild, okay. Warum können wir eigentlich die Namensschilder von allen lesen hier, beziehungsweise Dings... Oh, ich muss zurück. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ich bin schon weg. Okay, das wird, glaube ich, eine etwas längere Episode diesmal hier, weil wir jetzt gerade echt bei der Omega-Basis sind. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier die Donner finden. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen, auch wenn ich gerade schnell unterwegs bin, doch nochmal alles abzugrasen. Postkarte haben wir angeklickt, ja. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Das finde ich echt geil gemacht hier. Das können wir nicht scannen. Warum nicht?
Labortisch? Warum können wir den Labortisch scannen, aber den da oben nicht? Was ist das für ein Blödsinn? Da, das Ding will ich lernen. Die Wasserfiltermaschine, endlich. Das ist ja, als wenn das, was ich mir alles wünsche, jetzt hier echt wahr wird. Juhu. Ich bin glücklich. Das will ich auch haben. Die Glaskuppel, die sieht so nice aus. Boah, cool. Das ist, als wenn hier irgendwie... PDA? Warum kann ich das hier nicht scannen? Eigentlich die Lebendwand. Warum geht das nicht? Oh, habe ich schon. Okay. Wieso kann ich die Lebendwand nicht scannen? Das Ding will ich auch scannen. Das sieht so cool aus. Warum kann ich das nicht? Mano. Okay, wir gehen wieder raus. Ich finde cool, dass das hier alles so hier geht. Warum können wir dieses Verbandszeug-Ding nicht lernen? Das können wir nämlich, glaube ich, auch nicht bauen. Boah, wir haben 14 neue Baupläne. Da sind die Schwimmflossen mit Ladefunktion. Hebt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. Die Kuppel, die Glaskuppel ist ziemlich nice. Das ist, wenn hier irgendwie gemoddet wurde und das wird hier alles übernommen. Das ist ziemlich nice. Wasserfiltersystem. Noch mehr Betten. Irgendwas ist hier ganz, ganz laut im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Ich hoffe mal, es kommt nicht zu mir. Wo ist denn eigentlich... Ne, wo waren denn die Dinger? Hier, jetzt komme ich gerade durcheinander. Hier, das sind die Dinger für drin, draußen. Das sind die Dinger für drinnen. Ne, hier, das Verbandsding geht nicht. Das ist aber da vorne an der Tür. Hier. Das Ding will ich gern scannen, damit ich das auch bauen kann. Darf ich nicht. So, ich gucke nochmal kurz schnell. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wir haben alles mitgenommen. Aromatherapie, das Ding haben wir auch gemacht. Da kommt man nichts machen. Die Lebendwand können wir zum Beispiel komischerweise auch nicht scannen, was ich nicht ganz verstehen kann. Das irritiert mich ein bisschen. Ist ganz merkwürdig. Okay. Wir gehen jetzt schnell hier hin. Oh, das Ding sieht aus, als wäre hier echt was verwüstet worden. Das muss gebrannt haben hier. Oder? Entweder hat es hier ganz stark gebrannt oder es hat hier irgendwas, ist hier ausgebrochen. Es könnte auch sein, dass hier was ausgebrochen ist. Da. Das Ding ist komplett Kernreaktor. Oh, der Kernreaktor ist hochgegangen. Okay, das macht natürlich mehr Sinn, aber... Puh. Das Ding hier... Das Ding brauche ich auch. Dann können wir nämlich die Zellen aufladen. Noch was zum Scannen? Ich glaube nicht. Oh, das wird jetzt ein bisschen kriminell hier. Shot, das können wir auch noch lernen. Okay. Gehen wir mal schnell raus. Dann gucke ich noch einmal und dann müssen wir uns ganz schnell vom Acker machen. Ich habe nämlich kein Wasser mehr. Ich hoffe, wir schaffen es schnell nach Hause. Sabotiertes Labor. Okay. Dass das irgendwer wollte nicht, dass hier geforscht wird. Ich gucke gerade noch schnell, ob ich was übersehen habe. Ich hoffe mal nicht. Aber wahrscheinlich habt ihr das schon wieder gesehen, falls ich was übersehen habe. Und mir wird es wahrscheinlich später auffallen. Ich glaube, wir machen es vom Acker jetzt hier. Ich habe nämlich einfach keine Zeit mehr. Time is ticking. Oh, wieso kann ich die Batterie nicht mitnehmen? Wahrscheinlich alle kaputt, ne? Wasserspender, okay. Okay, wir machen es vom Acker. Es geht nicht, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen gehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier rausschwimme. Wartet unser Freund hier wieder und dreht mir den Saft ab, dann ist es vorbei. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann jetzt hier. Da geht's in Richtung Heimat.
versuchen uns jetzt gerade hier wegzuschleichen. Oh, da ist unser Freund. Das ist nicht gut. Da müssen wir einen großen Umweg fahren. Ich hoffe, der sieht uns gerade nicht. Ich kann mir zwar die Fische mitnehmen, aber die geben mir leider kein Dingens. Ich werde bestimmt noch einige Sachen hier übersehen haben, aber wir müssen einfach erstmal zur Basis. Das ist das Einzige, was zählt. Ich habe noch halbes Wasser. Krass, die ist noch zu, die Pflanze. Okay, wir müssen wieder zurück. Also, dass ich zur Omega-Basis jetzt auch noch komme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, sie muss irgendwo anders hingegangen sein. Die Omega-Basis scheint also sabotiert worden zu sein. Das heißt, es gibt noch mal was nachzugucken. Da müssen wir mal schauen. Können wir gleich machen, würde ich sagen. Wir sind auch schon ein wenig drüber. Ich werde gleich noch so zwei, drei Berichte kurz lesen, dass wir ein bisschen auf den neuesten Stand kommen hier, was die Omega-Basis angeht. Ich bin am Legen, ob ich da vielleicht doch nochmal hingehe. Vielleicht war ja doch noch was. Sicher ist sicher. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Filtermaschine gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. Die brauche ich unbedingt, damit wir das mit dem Wasserkonsum mal ein bisschen in den Griff kriegen. Damit wir uns auch ein bisschen mehr auf die Expedition konzentrieren können. Ich bin aber gerade froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen zurück sind in heimischen Gewässern und wir haben ein paar Probleme gekriegt. Wir haben eigentlich alle gekriegt. Ich verstehe nicht, warum wir nicht alles scannen können. Genauso wie oben an der Delta-Basis. Da gab es diesen Tisch, der guckte. Du hast Vorfahrt, ich weiß. Da gab es tatsächlich diesen Tisch schon. Nur wir durften ihn nicht scannen. Er war nicht ganz verschüttet. Man konnte eigentlich eindeutig sehen, es ist ein Tisch. Ging leider nicht. Schade. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Und hier jetzt, wir haben die Lebendwand gesehen. Die kennen wir aus dem ersten Teil noch. Können wir nicht scannen. Ich verstehe nicht ganz warum, weil sie ist doch da. Warum können wir sie dann nicht scannen? Das mit der Glaskuppel finde ich ziemlich nice. Die muss ich unbedingt hier einbauen. Also habe ich ja schon Bock drauf. Die wird wahrscheinlich viel Glas fressen, aber das ist es wert. Wir haben, glaube ich, nichts mehr hier, ne? Welcome aboard, Captain. Doch, hier ist noch ein Wasser. Okay, dann ziehen wir uns das Wasser noch rein. Dann lade ich erstmal ein bisschen ab hier. Das können wir gleich draußen pflanzen. Das Ei geht erstmal hier hin. Das Material geht auch erstmal daran. Oh. Was habe ich jetzt weggepackt? Okay, ist egal. Packen das erstmal alles rein. Die Batterie ist leer, die müssen wir aufladen. Hier haben wir noch ein paar Dingens mitgenommen. Gemälde können wir eigentlich aufhängen. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. So, jetzt müssen wir erstmal was futtern. Jetzt müssen wir trinken. Okay, futtern können wir hier noch. Okay. Wir sind schon mehr als gesund, aber wir sind jetzt übergesund. Das klingt ein bisschen sehr genussvoll, sagen wir mal so. So. Die müssen wir nochmal aufladen wahrscheinlich. Ja. Kriegst du auch noch zwei. Okay, dann haben wir wieder was geschafft. Jetzt gucken wir noch kurz zwei Sachen durch. Drei Sachen durch. Die anderen Sachen gucken wir später. Wir gucken mal gerade Sprachaufzeichnung. Oh, wir haben vier Sprachaufzeichnungen. Gucken wir die jetzt nach oder? Werden Sie Signalbojen, um ein durchquertes Gebiet zu markieren? Das haben wir schon gemacht. Kreislauftauchgerät hatten wir auch schon. Kontrollraum hatten wir schon. Ungewöhnliche Gesteinsmasse, die abgebrochen ist und sich über das umliegende Gelände erhebt. Abgebrochene Gesteinsmasse, war das vorhin Dingens? Wir sind schon mal Tag 30, wow. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Hier nur gepennt oder was in der Bude? Wish you were here. Wo ist das denn? Miss you. Kann ich nicht lesen. Tribbly? Terribly? Ich vermisse dich wahnsinnig. Ja doch, das könnte passen. Und dann Küsschen noch. Ich wünsche, du wärst hier. Hey, Tiger. Oh, okay. Eine Dame hat das geschrieben. Ich vermisse dich sehr und kann es kaum erwarten, dass unsere beiden Einsätze vorbei sind. Delta 6 war eine erstaunliche Gelegenheit. Ich werde nie müde, die Sonne über dem schwarzen Sand der Chirisain-Wüste auf- und untergehen zu sehen. Es ist wunderschön. Nur wenn du hier wärst, wäre es noch schöner. Sieht ziemlich krass aus. Eine Stadt in der Wüste oder so. Ich liebe dich über alle Sterne hinweg, Irian. Okay. Ich habe eine tolle Zeit. Okay, was haben wir hier? Fred. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and
very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Okay, er hatte also Probleme, dass auch jemand sozusagen seine Seebahn manipuliert hat. Deswegen ist wahrscheinlich auch da die Seebahn explodiert oder die Reste lagen da noch verstreut. Tja, also zu 100% kann man sich auf die Technik eigentlich auch nicht verlassen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, dann lesen wir jetzt noch einen hier und dann war es das auch schon wieder für heute. Denn es ist schon ein bisschen spät, sehr spät und wir haben schon wieder viel gefunden. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war ja so richtig produktiv hier auf einmal. Was ist denn los? Manchmal geht's gar nicht und dann bäm, eins nach dem anderen. Fremder Eindringling, eher fremder Schummler. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Okay, da blicke ich noch nicht ganz, worum es geht. Gehört er nicht dahin? Kommt er von woanders weg? Weil er hat eine andere Klamotte an als die anderen eigentlich. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich dachte erst, dass sie vielleicht eine Pokerrunde spielen oder so. Aber, das ist merkwürdig. Und irgendwer versucht zu sabotieren. Und die Dame sagte hier auch irgendwas noch, dass ich hier nicht hingehöre. Ist das vielleicht eine Überlebende von einer anderen Besatzung, die hier plötzlich was entdeckt hat und eigentlich nur zusehen will, dass sie selber klarkommt oder wegkommt hier? Ich bin mir nicht sicher. Fragen über Fragen. Wir wollten ja auch unbedingt weg hier, endlich. Wobei, zum Schluss, naja, mehr schlecht als recht, beziehungsweise da wollte ich eigentlich gar nicht mehr weg, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Aber irgendwann ist doch mal Zeit, loszulassen hier und weiterzuziehen. Das Coole ist, wir haben eine Freundin gewonnen, aber auch gleichzeitig wieder verloren, ne? Und sie uns ja eigentlich auch. Naja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja hier auch einen Freund oder eine Freundin der etwas anderen Natur. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich werde noch ein bisschen was im Garten einpflanzen. Und dann können wir hoffentlich jetzt mal ein paar Fenster hier demnächst einbauen. Das heißt, ich werde zwischen den Episoden, wenn ich nochmal dazu komme, wieder ein bisschen was sammeln. Ein bisschen was bauen, vorbereiten. Und dann geht es weiter in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.